Seit Januar ist die Stimmung in der Finanzwelt wieder toll, die Börsen steigen wieder. Die Frage ist, wo dann liegt's? Liegt's am globalen Wachstum? Wohl eher nicht. Das Wachstum geht ja deutlich zurück momentan weltweit. Liegt's an den Notenbanken, dass die wieder das Geld sehr verbilligen? Es liegt vielleicht zum Teil daran, aber in erster Linie liegt's natürlich am Handelskonflikt. Der Handelskonflikt China-USA, weil alle darauf hoffen, dass das Thema jetzt bald vom Tisch sein wird. Aber wie steht's damit jetzt eigentlich? Wo stehen wir da gerade? Machen wir uns da am Ende vielleicht falsche Hoffnungen sogar? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Der Handelskrieg China-USA, der Konflikt, der hat jetzt mittlerweile enorm Schaden angerichtet, allein schon durch die ganze Verunsicherung. Ende 2017, da hat die Weltwirtschaft wirklich noch gebrummt. Aber heute ist die Lage so, das Wachstum in China zum Beispiel, das hat sich mittlerweile deutlich verlangsamt. In Asien, asienweit ist es ähnlich. In der Eurozone haben wir teilweise gar kein Wachstum mehr. Und auch in den USA geht das Wachstum mittlerweile zurück, zumindest, obwohl wir da ja ein großes Konjunkturprogramm gehabt haben. Steuersenkungen, die das Wachstum eigentlich stark hätten anschieben müssen. Und was bei den USA noch dazu kommt, die Amerikaner haben von dem ganzen Strafzöllen, die sie da bislang verhängt haben, auch noch nicht mal was davon gehabt. 2018 war das Handelsbilanzdefizit auf dem höchsten Niveau seit 10 Jahren. 621 Milliarden Dollar, obwohl es ja die ganzen Strafzölle gegeben hat auf chinesische Importe. Das ist ja noch die Ironie an der ganzen Sache, dass es vom Außenhandels her bis jetzt völlig sinnlos gewesen ist, die ganze Sache. Aber immerhin, wir glauben ja, dass das Thema jetzt bald vom Tisch ist. Die Frage ist nur, stimmt das auch so? Und die zweite Frage ist natürlich, wie wird denn so eine Einigung dann am Ende aussehen? Was wären da die Folgen von dem Ganzen? Momentan ist es so, die Anleger, die Leute an der Börse, die wollen das Thema eigentlich einfach nur vom Tisch haben und man macht sich relativ wenig Gedanken darüber, wie das Ganze denn mal sein wird und was für Folgen das auch haben wird. In meinem letzten Beitrag zum Handelskonflikt, da habe ich schon gesagt, es gibt mehr oder weniger zwei Lager, zwei Ansichten, wie das Ganze verlaufen könnte. Die eine ist die, da sagt man, Donald Trump, der pokert einfach hoch. Das ist alles hauptsächlich Gedöns, das hätte man gar nicht so ernst nehmen müssen alles. Der baut jetzt einfach Druck auf, das hat er immer so gemacht, aber das wird deswegen nicht komplett eskalieren. Er ist ja nicht blöd und er braucht außerdem ja auch einen Erfolg in dieser ganzen Sache. Und deswegen wird es auch gut ausgehen am Ende und man wird sich vermutlich einigen. Das ist die eine Interpretation. Das ist die, die sich auch die Börsen zu eigen gemacht haben, weil sie ja momentan auch sehr optimistisch sind, was den Handelskonflikt betrifft und weil es da ja auch nach oben geht. Es gibt aber noch ein anderes Lager und die Leute sagen, dass eine richtige Einigung in diesem Konflikt momentan eigentlich kaum denkbar ist, weil der Konflikt so tief geht inzwischen, dass man das gar nicht richtig bereinigen kann. Es geht um viele Themen inzwischen und es geht da auch um ganz grundsätzliche Dinge, nämlich darum, wer wird die führende Wirtschaftsnation sein in 20, 30 Jahren, die USA oder China? Und die Leute sagen auch, wenn da jetzt verhandelt wird, dann kann schon jeder Zugeständnisse machen, aber die Zugeständnisse, die werden nur bis zu einem bestimmten Punkt gehen. Und eine richtige Einigung, die wird es aber nie geben können, weil die Gegensätze einfach zu groß sind. So, wer hat jetzt
recht. Die Verhandlungen laufen natürlich momentan. Die Verhandlungen laufen auch Hochdruck. Wir wissen nicht so richtig, was da passiert, aber es gibt natürlich Stellungnahmen. Zum Beispiel die von Donald Trump, Entschuldigung, von Donald Trump über Twitter. Und da merkt man schon in letzter Zeit, da hat sich der Ton ganz stark verändert. Donald Trump ist jetzt optimistisch. Er sagt, das läuft alles ganz gut und man könne da wirklich einen großartigen Deal haben demnächst. Und das zeigt uns natürlich, auch er will offenbar zum Abschluss kommen. Und wenn Donald Trump das haben möchte, dann freut uns das natürlich alle, dann sind wir auch optimistisch. Und das ist auch nicht ganz falsch, weil es hat sich ja vom Tonfall her zumindest jetzt wirklich was getan. Es gibt aber auch andere Stellungnahmen über diese Verhandlungen, und zwar von den Leuten, die da momentan wirklich verhandeln. Diese Stellungnahmen, die sind meistens anonym, aber da liest man dann eben oft, dass da gesagt wird, naja, es gibt da eben schon noch Themen, da sind wir noch nicht so richtig weiter, da muss schon noch einiges passieren, bis man da sagen kann, jetzt sind wir uns wirklich einig. Eine Sache zum Beispiel sind Kontrollen. Also zum Beispiel steht die Forderung im Raum, was kann man machen, wenn China den Forderungen da zwar zustimmt, aber wenn sich's eventuell nicht daran hält? Also gibt es dann einen Mechanismus, der soll so aussehen aus Sicht der USA. Die USA dürften dann, wenn sie das feststellen, sofort automatisch wieder Strafzölle erheben, wenn China sich da Verfehlungen leistet. Und die Chinesen dürften umgekehrt keine Gegenmaßnahmen durchführen. Und das ist eine Regelung, der soll China jetzt auch im Vorfeld schon zustimmen. Ist meiner Meinung nach eine relativ absurde Forderung, der man eigentlich nicht zustimmen kann. Und ist nur eine Sache von vielen. Aber worum geht es da denn überhaupt? Angefangen hat die ganze Sache ja eigentlich nur damit, oder nur in Anführungszeichen, dass die USA ein riesiges Handelsbilanzdefizit gehabt haben gegenüber China. Und Donald Trump hat am Anfang gesagt, ja, China plündert uns aus. Alle anderen Länder übrigens auch, die plündern alle die USA aus. Und dieser Vorwurf, der ist dann aber ausgeweitet worden. Es geht jetzt mittlerweile um viel mehr. Also es geht um die Sache, China schottet dann natürlich auch seinen Markt ab. China würde Technologie klauen und Patente seien dann nicht geschützt und so weiter. Zum Teil stimmt das ja auch alles. Aber am Ende läuft der Grundvorwurf ja doch darauf raus, China will zu einem Hochtechnologieland aufsteigen und fördert das staatlich massiv und koordiniert das auch. Und das gefährde dann dadurch eben die technologische Überlegenheit der USA. Und das sieht man mittlerweile als das Grundproblem an. Und dass es so kommt, das muss verhindert werden, mit allen Mitteln. Und das ist letztlich auch der Grund, warum dieser Handelskonflikt, der Handelskonflikt mit China, ist anders als der mit Mexiko oder der Handelskonflikt, den die USA mit uns haben. Das hat schon eine ganz andere Qualität. Und die Forderungen sind dementsprechend auch sehr umfangreich und China soll da dann am besten in allen Punkten einlenken. Die Frage ist nur, ist das realistisch und ist das jetzt in diesen Verhandlungen auch durchsetzbar? Ich bin mir relativ sicher, dass China momentan in vielen Dingen zustimmen würde. Also bei vielen Sachen wie die Marktöffnung und Patentschutz und so weiter, weil da hat sich sowieso schon etliches getan von der chinesischen Seite und da wissen die auch, da kommen sie früher oder später sowieso nicht drum rum und man macht da ja auch Fortschritte. Also das wird wahrscheinlich problemlos, relativ problemlos über die Bühne gehen. Was die Chinesen nicht machen können, China kann nicht seine Industriepolitik
aufgeben und seine Technologieförderung. Das wird China nicht machen, weil das ist der einzige Weg wirtschaftspolitisch, den China sieht, mit dem China die nächsten Jahrzehnte nach vorn kommen kann und zu einem gewissen Wohlstand auch kommen kann. Mal ganz abgesehen davon, andere Länder fördern ihre Industrien auch in jeglicher Hinsicht mit ganz vielen Maßnahmen. China macht das eben nur noch viel stärker als andere Länder. Aber diese Politik, diese Förderpolitik, das ist auch die eine große Vision, die die Kommunistische Partei hat für die wirtschaftliche Entwicklung in der Zukunft. Das ist der Weg, den man sieht. Das ist die Zukunft für China. Und da wird China auch nicht davon abrücken, meiner Meinung nach. Man hängt das vielleicht jetzt dann nicht mehr so ganz so hoch. Das ist vielleicht alles nicht mehr so offiziell, diese Ziele. Aber aufgeben wird man es nicht. Und wenn die USA darauf bestehen, wenn die da wirklich drauf beharren, dann wird es keine Einigung geben in diesen Verhandlungen. Ich bin mir relativ sicher, dass China eine Einigung haben möchte, aber das nicht um jeden Preis. Und man soll nicht glauben, dass China jetzt allem zustimmt, bloß damit der Handelskonflikt aufhört. Das ist meiner Meinung nach ein schwerer Irrtum. Wenn die USA den Bogen da überspannen, wenn sie es auf die Spitze treiben in den Verhandlungen, dann wird das Ganze platzen. Und deswegen ist auch die eine große Frage in diesen Verhandlungen, wann ist es genug und wann werden die USA sagen, okay, das passt jetzt für uns, wir unterschreiben jetzt. Wie gesagt, ich denke, die Amerikaner, die könnten momentan sehr viel rausholen im Hinblick auf die Marktöffnung in China oder was die Barrieren oder die Patente betrifft und so weiter. Und wahrscheinlich werden die Chinesen dann auch irgendwelche riesigen Kaufverträge noch unterschreiben, also sich dann verpflichten, dass sie so und so viele amerikanische Flugzeuge kaufen oder Fracking-Gas, was man eben alles so kaufen kann in den USA. Sojabohnen auch. Sojabohne ist ja auch ganz interessant. Sojabohne ist ja irgendwie der eigentliche Gewinner in diesen ganzen Handelskonflikten. Die amerikanische Sojabohne, die anscheinend kein Mensch haben will, aber wenn es um solche Handelskonfliktsverhandlungen geht, dann kommt immer die Sojabohne ins Spiel. Dann ist das die Sache, wo man sagt, das könnte man doch den Amerikanern noch anbieten, dass man ihnen ihre Sojabohnen abkauft. Hat ja Jean-Claude Juncker auch gemacht, als er mit Trump verhandelt hat. Da war ja die Sojabohne damals der große Durchbruch oder hat zumindest so ausgesehen. Heute wissen wir ja leider, dass es dann doch nicht der Durchbruch war. Also ganz amüsant, die Sojabohne sollte man auch im Auge behalten. Aber mal von der Sojabohne abgesehen, wenn jetzt so ein Deal kommen würde, wenn die USA einlenken, wenn sie sagen, jetzt ist gut, dann hätte Donald Trump wirklich seinen Deal und er könnte sich hinstellen und sagen, schaut her, liebe Leute, das habe ich durchgeboxt. Das wäre ein großer Triumph und wahrscheinlich kommt es auch so und das Thema ist dann erledigt und alle freuen sich. Aber wie gesagt, ich denke, damit ist es nicht vorbei. Eins dürfen wir nicht vergessen. Am Anfang hat jeder den Kopf geschüttelt über diese Handelskonflikte, auch in den USA. Aber das ist nicht mehr so. In den USA ist es heute sehr populär, dass Donald Trump so hart vorgeht gegen China. Und das gilt für die Demokraten und das gilt für die Republikaner. Es gibt keinen mehr in den USA, der momentan irgendwie für freien Handel wäre oder sowas. Oder zumindest niemanden, der politisch was zu melden hat. Und die Demokraten, ganz speziell, die fangen jetzt schon damit an, dass sie sagen, ja, wenn dieser Deal kommt, da lässt sich dann Donald Trump bestimmt von den Chinesen über den Tisch ziehen. Also sie versuchen jetzt in der Frage, sich da sogar noch als die Scharfmacher hinzustellen, da noch härter zu argumentieren als Donald Trump selbst. Und das heißt,
Wenn der US-Präsident dann seinen Deal macht, dann steht er unter dem Verdacht, dass er China davonkommen lässt, eventuell mit zu vielen Zugeständnissen. Und das ist ein Eindruck, der natürlich nicht entstehen darf. Und das Zweite, wie gesagt, es ist populär. Entschuldigung, es ist populär, wenn man hart ist zu China momentan. Und damit, er wäre schön blöd, wenn er auf die Frage Handelskonflikt endgültig jetzt gleich dann den Deckel drauf tut. 2020 ist die nächste Wahl und da wird die Versuchung sehr groß sein, dass er das ganze Thema wieder auspackt und dass er da dann eben nochmal so richtig ausholt gegenüber China. Und da ist es ihm mit Sicherheit auch egal, ob er jetzt einen Deal gemacht hat oder nicht, weil es wäre leider eben auch nicht das erste Mal, dass er sich so verhält, als wäre nichts gewesen. Die öffentliche Meinung zu China, die hat momentan Züge, die sind teilweise schon paranoid. Das ist in den USA so und zu uns schwappt es auch langsam über, diese Angst, dass man von China an den Rand gedrängt wird, wirtschaftlich und technologisch. Das lässt sich feststellen am Beispiel Huawei zum Beispiel, also der große Telekommunikationskonzern in China, oder auch an der Debatte, die wir ja jetzt ganz intensiv haben, wieder, wie schützen wir denn unsere Wirtschaft vor chinesischen Investoren. Hat alles seine Berechtigung, gar keine Frage, aber man kann es damit auch übertreiben. Zu dem Thema habe ich Ihnen auch mal einen Beitrag versprochen, der kommt auch noch. Wir warten jetzt mal ab, was so die nächsten Tage passiert an der Handelskonfliktsfront. Aber was wir auf jeden Fall machen werden nächste Woche, und zwar im Zukunftsmärkte-Report, da schauen wir uns mal Aktien an aus Deutschland und Mitteleuropa, ausnahmsweise, also aus unserer Region. Und zwar Aktien von Unternehmen, wo chinesische Investoren schon eingestiegen sind oder auch noch einsteigen könnten, ob wir da irgendwie davon profitieren können als Anleger, weil wenn die Chinesen schon unsere ganzen tollen Firmen kaufen, dann wollen wir davon ja auch was haben als Anleger in irgendeiner Weise. Wenn Sie das interessiert, die Reports von uns, die sind auch gratis natürlich. Einfach anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Nächste Woche, wie gesagt, chinesische Investoren, die deutsche Unternehmen im Visier haben. Der Anmeldelink für die Zukunftsmärkte-Reports, der ist jetzt hier auch nochmal unter diesem Beitrag. Also, der große Deal, USA, China. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, es kommt was, vielleicht sogar eine relativ große Einigung, wo man den Eindruck hat, jetzt ist alles gebongt, jetzt ist alles wunderbar und wir werden uns entsprechend drüber freuen natürlich, aber ich kann mir eben auch genauso gut vorstellen, dass das nicht alles war und dass uns das Thema bald wieder einholt. Denn, was ich auch schon erwähnt habe, der Konflikt geht tiefer. Es geht um zwei große Wirtschaftsnationen, die beiden größten Wirtschaftsnationen. Es geht um einen Systemwettbewerb da auch und langfristig geht es um die wirtschaftliche Vorherrschaft. Beziehungsweise es wird wieder so gesehen von beiden Konfliktparteien. Dann das ist auch ein Ergebnis dieses Handelskonflikts. Das haben jetzt auch die Chinesen gelernt. Wirtschaftliche Zusammenarbeit, was da ja immer so betont wird, auch bei uns, das ist zwar was Schönes, aber wenn es hart auf hart kommt, dann kann man sich darauf eben nicht verlassen. Man könnte auch aus der ganzen Sache ein positives Fazit ziehen. Man könnte ja sagen, jetzt haben wir durch den Handelskonflikt alle irgendwie gelernt, dass wir eben doch zusammenhängen miteinander, dass man voneinander abhängig ist und dass man im gleichen Boot sitzt. Das wäre schön, wenn das unser Fazit wäre aus dem Ganzen, wenn man daraus lernen würde. Aber was man eben auch gelernt hat aus der Sache, man kann sich heutzutage nicht mehr auf wirtschaftliche Kooperation verlassen, weil eine Mentalität da ist, die gegen den anderen vorgeht, ohne Rücksicht
auf Verluste. Das haben wir eben auch gelernt und das haben wir uns gemerkt und das hat sich vor allem China gemerkt. Der Schock sitzt erstmal tief und dadurch ist, denke ich, mittelfristig schon ein Schaden entstanden, ein Schaden, der schwer messbar ist, aber der dennoch wahrscheinlich relativ groß ist und das wird dieser Deal, den wir jetzt vielleicht bekommen in den nächsten Wochen, auch nicht aufwiegen. Wir werden irgendwann mal möglicherweise wieder befürchten müssen, dass es eben kein Deal war, sondern erstmal nur ein Waffenstillstand. Wir bleiben auf jeden Fall dran. China ist für uns ein zentrales Thema, deswegen heißen wir hier ja auch die Zukunftsmärkte. Verfolgen Sie das mit uns weiter. Einfach unseren Kanal abonnieren, beim Anmelden die Glocke drücken, dann sehen Sie immer, wenn neue Beiträge da sind zu China oder zu anderen interessanten Ländern. Warten wir es ab, ob er kommt, der große Deal. Wir freuen uns natürlich auch, wenn er kommt, aber gegebenenfalls müssen wir eben trotzdem uns das genau anschauen und auch kritisch bleiben. In diesem Sinne, alles Gute, bis bald hoffentlich und wie immer vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen.